Stadt-TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Der Filmbeitrag vom mobilen Tag in Bad Hersfeld wird Ihnen präsentiert vom Kfz-Service Hennecke in Schenk-Lenksfeld. Wir sind mit unserer aktuellen Modellpalette hier vertreten. Wir haben momentan viele Weltautos dabei. Das ist die Gebrauchtwagenmarke von Volkswagen, aber auch Neuwagen, Neufahrzeuge. Wir wollten einfach mal bunt gemischt ein bisschen uns aufstellen und haben auch hier an der Seite unseren Multivan dabei. Wir haben also definitiv keine normalen Zweiräder, sondern es ist alles dabei. Wir haben Lastenräder dabei, wir haben Liegeräder, wir haben Roller, wir haben vieles, auch was aus dem Reha-Bereich kommt, weil der Reha-Bereich ist eben ein Bereich, wo man mit ganz anderen Möglichkeiten auch Menschen wieder in die Mobilität reinbekommt. Welche Modelle haben Sie dabei? Heute haben wir uns auf die Q-Modelle von Q7 bis zu Q2 oder von Q2 über den Q3 und Q5 bis zum Q7 haben wir uns heute hier besprochen, dass wir diese Fahrzeuge präsentieren, plus ein schönes A5 Cabriolet. Insofern sind diese Autos auch für eine ganz große Bandbreite unserer Kunden von Interesse und jeder kann heute mal Probe sitzen. Unser Thema ist, Rettung aus verunfallten Fahrzeugen zu zeigen heute. Und da hatten wir zwei Termine. Die erste Vorführung um 11 Uhr. Da ging es um eine eingeklemmte Person in einem Fahrzeug, die im Beinbereich eingeklemmt war. Patientenschonende Rettung zu zeigen. Und jetzt haben wir das gleiche nochmal in der Seitenlage. Muss man sich ganz einfach vorstellen. Und hier nicht geklemmt, sondern nur eingeschlossen.